Frau Merkel meint, Dublin III sei nicht funktionsfähig, weil so ja eigentlich niemand in Deutschland ankommen würde. Ganz schlimm. Mit anderen Worten, geltendes Recht soll so gebeugt werden, dass das Gegenteil dieser Rechtsverordnung herauskommt. Hier dann eine Schädigung Deutschlands. Dass niemand in Deutschland ankommt, meint sie, entspräche ja nicht der Realität. Ja, aber nur, weil sie seit 3 Jahren deutsches und europäisches Recht auf Zurückweisung illegaler Migranten bricht. Recht und damit auch Pflicht der Zurückweisung. Stattdessen will sie nun schon wieder, was nie gelang, Migranten in Europa verteilen. Klartext: Deutschland nimmt alle. Und sie will Schleppern das Handwerk legen. Diese kriminellen Menschenschmuggler sind allerdings nur Dienstleister ihrer Auftraggeber, der somit nicht minder kriminellen Migranten. Und Merkel weiter zu etwaigen Verhandlungen mit nordafrikanischen Staaten, dabei müssten beide Seiten etwas davon haben. Das heißt, es sollen wieder, wie bei dem wegen der mazedonischen Grenzschließung überflüssigen Türkei-Deal, deutsche Steuermilliarden ans Ausland, hier nach Afrika, veruntreut werden. So will sie in Afrika Perspektiven schaffen. Der Gedanke an eine von uns zu bezahlende Angleichung der Lebensverhältnisse, um Fluchtgründe zu vermindern, ist aber völlig absurd, schon in Anbetracht der sich gerade verdoppelnden Milliardenbevölkerung dieses Kontinents. Das ist nicht leistbar und ist auch nicht unsere Aufgabe, illegale Afrikaner durch Geldgeschenke abzuhalten. Vielmehr sind die bereits gewalttätig eindringenden Ceuta Asylbetrüger an den Grenzen abzuweisen. Die Gratis-Luxus-Vollversorgung hier in Deutschland ist jedenfalls in Afrika nicht aufzuwiegen. Merkel will weiter mit südeuropäischen Staaten Abkommen über Rückführungen schließen. Das heißt, Deutschland muss Geld zahlen, weil andere Staaten ihre Dublin-Verpflichtungen nicht einhalten und Deutschland tauscht dann allenfalls manche Migranten 1:1 gegen andere ein. Und sie will Probleme im Geist der Partnerschaft lösen. Klartext: Deutschland stellt seine eigenen Interessen ganz hinten an, im Unterschied zu allen anderen Ländern Europas. Und diese Frau will für Menschenwürde sorgen. Es gehört aber keineswegs zur Menschenwürde, dass Betrüger mit ihrem Betrug durchkommen, wie hier diese Pseudo-Flüchtlinge. Niemand flieht von einem ganzen Kontinent wie Afrika, zumal nach der Durchquerung vieler sicherer Drittstaaten. Und Frau Merkel meint auch schon wieder gegen Rassismus kämpfen zu müssen. Betrüger zu stoppen ist aber weder rassistisch noch fremdenfeindlich, sondern schlicht Staatspflicht. Schließlich will sie nun im Gegenzug etwas für Spanien tun. Das müssen wir nicht, denn Spanien hat überhaupt nichts für Deutschland getan mit diesem lächerlichen Rücknahmeabkommen, das genau 0 Personen betrifft und ansonsten ohnehin nur ein kleinster Teil des vom Dublin-Abkommen Gebotenen wäre. Das Ganze, was wir an diesem Wochenende in Spanien erlebt haben, ist ein intellektuelles Armutszeugnis für eine Kanzlerin, die offenbar wieder einmal auf plumpeste Weise das deutsche Volk täuschen will. Wir brauchen nicht sinnlose Scheinabkommen, sondern Rückkehr zum Recht, Zurückweisung von Illegalen an den Grenzen, generell Wahrnehmung deutscher Interessen. All das gibt es nur mit der AfD.